Hi und herzlich willkommen zu Pound Attack. Wie du weißt, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Einfach weil du sie überall machen kannst, weil sie unkompliziert sind und vor allem, weil sie sehr effektiv sind. Aber es gibt so ein bisschen Equipment, das ich total liebe. Und eins davon ist die Kettlebell. Und deshalb möchte ich dir heute das Workout zeigen, das ich gerade hinter mich gebracht habe. Wie du siehst, bin ich nur richtig geschwitzt und außer Atem. Und ich benutze dafür meine Kettlebell. Das sind 12 Kilo. Du kannst natürlich auch mit einer leichteren anfangen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dieses Workout nachmachst. Viel Spaß! Dieses Workout besteht aus 6 verschiedenen Übungen. Du hast immer 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Übungen. Mach davon insgesamt 3 Runden, so kommst du auf 12 Minuten insgesamt. Für dieses Workout benötigst du außerdem eine Kettlebell und einen Step. Falls du keinen Step hast, reicht auch ein Hocker. Die erste Übung sind die Goblet Squats. Nimm dafür die Kettlebell nah an deine Brust. Geh in die Hocke, schieb dabei deinen Po nach hinten. Achte darauf, dass dein Gewicht komplett auf deinen Fersen ist. Einatme tief, beim Ausatmen drückst du dich komplett nach oben. Die nächste Übung sind die Russian Twists. Setz dich auf deine Matte oder dein Handtuch und jetzt nimmst du die Kettlebell und hebst sie abwechselnd von der einen Seite auf die andere. Versuch dabei, die Füße in der Luft zu halten. Zur Not kannst du die Füße auch absetzen. Halt die Schultern tief. Weiter geht es mit den klassischen Kettlebell Swings. Hierzu habe ich auch ein eigenes Video, wenn du den Swing noch lernen musst. Achte darauf, dass du ganz viel Körperspannung hältst und die Kraft aus der Hüfte kommt. Die Arme schwingen bloß mit. Halte deinen Rücken gerade und schau dabei nach vorne. Die nächste Übung sind die Elevated Push-Ups. Hier habe ich die Füße auf dem Hocker. Ich mache eine Liegestütze und ziehe dann abwechselnd die Knie unter dem Bauch durch zum entgegengesetzten Ellbogen. Diese Übung ist ziemlich anspruchsvoll. Du kannst sie natürlich auch mit den Füßen auf dem Boden machen oder die Liegestütze auf den Knien ausführen. Als nächstes die Split Jumps auf dem Step oder Hocker. Achte darauf, mit dem Oberkörper aufrecht zu bleiben. Nimm die Arme dynamisch mit. Halte ganz viel Körperspannung und versuche weich abzufedern. Versuche auch hier wirklich so viele Wiederholungen wie möglich innerhalb der 30 Sekunden zu schaffen. Die letzte Übung dieses Workouts sind die Lunges mit der Kettlebell. Du machst immer einen Ausfallschritt zurück und gibst dann abwechselnd die Kettlebell unter deinem Oberschenkel durch, sodass immer einmal die rechte Hand und einmal die linke Hand an der Kettlebell ist. Achte auch hier darauf, möglichst aufrecht zu bleiben, einen großen Schritt nach hinten zu machen und viel Körperspannung zu halten. Versuch dabei, das vordere Knie hinter der Fußspitze zu lassen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du probierst die Übungen zu Hause einmal aus. Wenn du Lust hast auf 90 völlig kostenlose Rezepte, die dir dabei helfen, dein Körperfett zum Schmelzen zu bringen, dann klick einfach auf den Link hier unter diesem Video und ich sende dir meinen gratis Abnehmplan mit 90 Rezepten per E-Mail zu. Bis dann, ciao.